Sehr verehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Islam im Brennpunkt. In der letzten Sendung hatten wir Herrn Tariq Ahmed Zafar zu Gast, der uns etwas über das Leben des Propheten Mohammed, Friede und Segnung sei mit ihm, erzählte, berichtete. Und da, wie wir letztes Mal schon erwähnten, das Leben sehr tiefgehend und intensiv war, war es uns nicht möglich, in einer halbstündigen Sendung möglichst viele Facetten, von allen Facetten kann man gar nicht reden, möglichst viele Facetten dieses Lebens zu erwähnen. Daher werden wir heute eine Folgesendung machen und wieder ist Herr Zafar zu Gast. Herzlich willkommen. Danke. Wir waren letztes Mal bei der Lebensweise des Propheten stehen geblieben, wo Sie exemplarisch auch erwähnten, wie es zu der ersten Offenbarung kam und wie seine Frau Khadija zu ihm hielt und ihn in seinem Wirken bestärkte. Richtig. Aber vielleicht noch ein weiterer Aspekt dieses Lebens durch ein Beispiel. Ja. Dieser Abschnitt ist eigentlich sehr wichtig, weil darauf beruht sich eigentlich später auch sein Amt als Prophet, wo er Bezug nimmt zu seinem Leben, was er zuvor verbracht hat, was als ein Beweis dafür dient, dass er ein rechtschaffener Mensch gewesen ist. Es gibt sehr viele unzählige solche Beispiele, die ein solches Licht auf den Propheten werfen. Man ist nur bewegt davon, was das für ein Mensch gewesen ist. Der Prophet, wie ich vorhin erwähnte, ist keine unbekannte Persönlichkeit gewesen. Der ist in Mekka aufgewachsen gewesen und der war Nachkomme oder von Quraysh. Und Quraysh war dieser Stamm, welcher damals in Mekka das Sagen hatte, sozusagen. Und sein Großvater, Hazrat Abdul Muttalib, ist eine sehr angesehene Persönlichkeit gewesen. Und dann später Abu Talib, sein Vaters Bruder, sein Onkel, bei ihm ist er dann aufgewachsen, als er dann später verstorben war. Und auch Abu Talib hat selbst auch die Führerschaft in Quraysh gehabt. So war Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, der Prophet, sehr bekannt gewesen. Und er war sehr bekannt für seine edlen und hohen Charaktereigenschaften. Das auch aus diesem Grund, weil das eine Zeit war, wo keiner sich darum gekümmert hat, wer jetzt lügt und wer jetzt stiehlt und wer jetzt jemand was Böses tut. Zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte zu seiner Zeit mit einigen anderen Gleichgesinnten, kann man sagen, sich verbündet und die haben einen Pakt geschlossen. Dieses Pakt heißt Hilful Fusul, ja, dieses Bündnis von Fusul. Und da war das, dass sie gemeinsam jene Leute, denen es schlecht geht, denen jemand was Böses getan hat oder die allgemeine Hilfe benötigen, dass wir werden gemeinsam dann diese Leute unterstützen und helfen. So war der Prophet auch später, nach seinem Propheten, als er zum Prophet erhoben worden war, sehr stolz auf diese Tat, die er damals gebracht hat. Er sagte, dass wenn mich heute sogar jemand im Namen dieses Paktes rufen würde und sagen würde, oh, man muss sagen, dass zu dem Zeit war er sozusagen König in Arabien, ja, und sagen würde, egal jemand, oh Mohammed, im Namen dieses Paktes, dieses Eides, Hilful Fusul, rufe ich dich, hilf mir, so würde ich zu ihm herbeieilen und ihm helfen. Da ist einmal passiert, dass jemand in Medina kam, in Mekka kam, und das war einer der Abu Jahl, auch ein Anführer in Mekka, der hatte ihm Geld zu geben. Und er wollte ihm das nicht geben und er ist dann zum Propheten gegangen, obwohl zu der Zeit Abu Jahl ein erbitterter Feind von ihm gewesen ist. Und der Prophet hat sich darum nicht gekümmert. Obwohl dessen, dass er eigentlich auch sehr viel Schaden bekommen könnte von Abu Jahl. Ohne etwas nachzudenken, ist er sofort zu ihm hingegangen und hat ihn darum gebeten, dass ihm das Geld gibt und sofort hat er ihm das Geld gegeben. Zum einen ist dieser Vorfall. Dann ist der Prophet allgemein als Amin und Saduk bekannt gewesen. Amin heißt jemand, der vertrauenswürdig ist und Saduk jemand, der wahrhaftig und die Wahrheit immer spricht. Also der Prophet war so bekannt wegen seiner Wahrheit und dass er so vertrauenswürdig ist, dass man ihm sogar diesen Namen als Titel gegeben hat. Da ist ein Vorfall, dass die Erneuerung oder man kann sagen, als die Restauration von Kaaba gemacht werden sollte, da sollte der Stein wieder
an seiner Stelle gebracht werden, was sehr heilig geschätzt Das wurde, war aber noch vor dem Prophetentum. noch vor dem Prophetentum. Da ist es passiert, dieser letzte Vorfall war nach dem Prophetentum. Ja, jetzt komme ich zu einem Vorfall, was vor dem Prophetentum war. Da ist es passiert, dass unter den verschiedenen Stammesoberhäuptern ein gewisser Streit entfacht ist. Und jeder wollte diese Ehre haben, diesen Stein wieder zurück an seinen Platz zu bringen. Und das ging sogar so weit, wie ich in der letzten Sendung hatten wir erwähnt, dass aus Kleinigkeiten sehr große Kriege und Streitereien wurden, dass ein Krieg hätte entfachen können, ein so großer Streit hätte passieren können. Und dann haben die gedacht, okay, wir sitzen jetzt hier, wir einigen uns jetzt auf diese Sache, dass die Person, die jetzt in die Moschee hier eintritt, als erstes, wie werden sie zu unserem Richter machen, was die dann sagen wird, wie werden das dann annehmen. Und dann haben die gewartet, wen sehen sie, dass plötzlich der Prophet reinkommt und ihre Freude kann man aus diesen Worten entnehmen, wo sie sagen, oh, das ist ja dieser Amin und Saduk, Gott sei Dank, dass er da ist. Ja? Also die waren so glücklich und der Prophet hat es auf eine wundersame Weise, er hat eine Decke genommen und dann jedem so ein bisschen Ecke gegeben und jeder hatte dann einen Teil daran, den Stein in der Mitte gelegt und jeder hatte dann den Teil daran, diesen Stein zu tragen und dann hat er das selbst an seinen Platz gelegt. Ja? Oder dann ist ein weiterer Vorfall, dass als der Prophet mit Hazrat Khadija verheiratet war, die Heirat kam so zustande, dass Hazrat Khadija um seine Hand hielt, wegen seiner Ehrlichkeit und wegen seinem nobenen Charakter und auch wie er den Handel betrieb damals, wo er nach in den Norden gegangen ist mit den Karawanen und so weiter. Dann hat sie, ja, das war eine sehr reiche Frau. Und all ihre, und hat auch sehr viele Sklaven besessen. Das war auch damals Reichtum unter Er den war zu der Arabern. Zeit 25 Ja, er war und sie? 25, sie war 40 Jahre alt. Okay. Ja? Und sie hatte durch seinen Onkel um seine Hand gebeten. Und als sie dann verheiratet waren, hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam all ihre Sklaven befreit. Er sagte, ich kann keinen Menschen als Diener unter mir haben. Und auch Großteil ihres Eigentums, Besitz, hat er für wohltätige Zwecke dann ausgegeben. Aber Hazrat Khadijas Cousin hatte auf einer Reise einen Jungen bekommen gehabt, ihn gefunden oder gekauft, das ist jetzt nicht das Gespräch. Auf jeden Fall hat er den Jungen mitgebracht und Hazrat Khadija geschenkt. Ja? Ja. Sozusagen Sklave, sozusagen, kann man sagen. Und der hieß Zaid bin Harsa in der Geschichte. Und dieser Junge ist dann natürlich dadurch, dass er Khadija mit dem Propheten verheiratet war, auch unter der direkten Obhut des heiligen Propheten. Und man kann jetzt ein sehr schönes Bild gewinnen durch einen Vorfall. Dieser Junge war eigentlich kein Sklave gewesen, sondern hat einer Familie angehört, die frei war. Durch gewisse Umstände ist es passiert, dass er irgendwie versklavt worden ist und dann wurde er weiterverkauft und so weiter. Nach einer gewissen Zeit ist es passiert, dass seine Familie ihn herausgefunden hatte, wo er lebt. Dann ist sein Vater und auch vielleicht ein Onkel von ihm zu ihm gefolgt, angekommen beim Propheten, haben sie ihn darum gebeten, dass dieser Hassa, Saad bin Hassa, unser Sohn ist und wir möchten ihn gerne mitnehmen. Und der Prophet dann sagte, ja, kein Problem, von mir aus, er ist frei, er kann gehen. Aber dieser Junge, welcher unter dem Propheten sozusagen als kein freies Leben gehabt hat, hat nicht gewollt, zu seinem Vater zu gehen. Er hat dieses Leben bevorzugt, in Bezug zu der Freiheit, die er hätte durch seinen Vater bekommen können, hat gesagt, nein, ich möchte beim Propheten Moses bleiben. Da sagte der Vater, wie willst du das Sklavensein oder ein Diener sein bevorzugen? Als dass du mit mir kommst zu seiner Familie, er sagte, das, was ich beim Propheten Mohammed empfinde, das finde ich bei niemandem. Und so wie ich ihn erlebt habe, so fürsorgsam und seine Eigenschaften, seine Qualitäten, seine Liebe, da gebe ich alles, jede Freiheit hin. Das sind ja äußerst positive Charaktereigenschaften, die Sie da beschreiben. Es sind zahlreich. Wir sind auch ein bisschen durch die Zeit gesprungen. Mal waren es Begebenheiten vor dem Prophetentum, andere danach. Aber jetzt mal, um die Chronologie weiter fortzuführen. Wir waren schon bis zu dem Punkt gekommen, dass der Prophet seine Botschaft erhielt. Richtig. Nun, die Frage, die sich stellt, ist, die Menschen sehen so viele positive Eigenschaften. Ja? Auf der einen Seite charakterliche. Sie wissen um diese Eigenschaften, wie sie berichten.
Dann kommt die Botschaft. Und wir wissen, so viel kann man vorwegnehmen, dass die Mekkaner ja nicht sehr glücklich über diese Botschaft waren. Meine Frage, was war die Botschaft genau? Und wie ist diese Reaktion auch zu erklären der Mekkaner? Ob das sozusagen ein wahrhaftiger Mensch, ja, vorher für alle durchschaubar, dann plötzlich so angefeindet wird? Diese Frage ist auch sehr interessant. Wie ich vorhin erwähnte, der Professor ist dann mal sehr bekannt gewesen. Und plötzlich kommt dann die Zeit, wo er dann zum Propheten berufen wird. Und die Reaktion der Mekkaner, wenn man ein bisschen die Geschichte der Propheten gelesen hat, ein bisschen eingelesen hat, das war nichts Neues. Im Heiligen Koran heißt es, dass kein Prophet entsandt worden ist, welcher nicht auch verspottet und verfolgt worden ist. So ist auch diese Handlungsweise dem Heiligen Propheten zu erfahren gegeben worden. Der Prophet Sassam, seine Botschaft war eigentlich genau das Gegenteil, was damals in Arabien praktiziert worden war. Also der Prophet Sassam hat das, was die als ihr Mittel gesehen haben für ihr Wohlsein, sehr stark kritisiert. Und das sind die Götzen gewesen. Die Götzen waren so der Mittelpunkt unter den Arabern. Und speziell auch in Quraysh und Mekka. Waren Quraysh in Mekka. Also der Stamm. Der Quraysh. Stamm, ja. Das ist ein wohlhabender Stamm gewesen. Und durch diesen Götzen war ja auch, dass das ein Handelszentrum war. Das ist ein Wallfahrtsort ist es gewesen. Leute sind dort gekommen, haben gepilgert. Und dadurch ist viel Reichtum in Quraysh gekommen, in Mekka gekommen. Und natürlich auch in den Händen von Quraysh. Und dass sie hätten den Propheten Botschaft annehmen sollen, das würde bedeuten, dass sie all das auch aufgeben müssten. Weil die Botschaft des Propheten war gewesen, Einheit. Er hat gelehrt, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Er hat gar keinen Partner neben sich. Auch niemand hat diese Eigenschaften, Qualitäten in diesem Maße, wie Gott sie besitzt. Und er ist seit ewig. Er wurde nicht erschaffen, noch gibt es jemand anderes, der neben ihm etwas erschaffen hat, sondern er ist der Erschaffer. Und die andere Botschaft war, dass der Professor es ihm gelehrt hatte, dass das Leben zwei Abschnitte hat. Das eine Leben bezieht sich auf dieses irdische Leben. Das wird als Darul Amal bezeichnet. Das ist dieser Ort der Taten, wo man Taten praktiziert. Und das andere, dazwischen ist der Tod. Der Tod ist ein Übergang zum anderen Leben. Und dann kommt Darul Jaza. Das ist der Ort, wo man dann den Lohn bekommt. Kurzum, das Leben auf dieser Erde ist kurz. Durch dieses Leben sollen wir uns so weit entwickeln, dass wir Gott nahegekommen sind, seine Attribute, Eigenschaften entwickelt haben. Und so, dass wir im Leben danach die vollkommene Glückseligkeit genießen können. Und der dritte Teil ist gewesen, dass Gott vor ihm zu jeder Zeit, wann immer es notwendig gewesen war, Propheten geschickt hat. So heißt es im Heiligen Koran, es gibt kein Volk, wo wir keinen Warner geschickt haben. Und so ist der Prophet Sassam selbst auch. Er sagt, Ma kuntu bidda min ar-rusuli. Ich bin keine neue Erscheinung unter den Propheten. Ja? Also Propheten haben es früher gegeben, nun bin ich gekommen zu euch mit dem vollkommenen Gesetz, mit dem Koran, mit dem Islam. Was der Islam ist, ist eigentlich auch nichts Neues. Alles, was zuvor gewesen ist, ist eigentlich auch der Islam gewesen. Nur, das war nicht auf der vollkommensten Weise. Nur gewisse Teile oder das, was die Lehre, die notwendig war für die Völker, für die Zeit und für die Epoche, die hat Gott denen gegeben. Aber nach einer gewissen Zeit, wo diese Geiststufe der geistigen Entwicklung zur Vollkommenheit gekommen ist und auch unter den Völkern eine Kommunikation in diesem Maße sich entwickelt hatte, dass die Botschaft auch weitergetragen werden könnte und die Menschen auch in der Lage waren, das zu verstehen, aufzunehmen, hat Gott nun mich gesandt mit der vollkommenen Wahrheit oder mit der vollkommenen Lehre. Also wenn man das jetzt so ein bisschen auf die heutige Zeit beziehen würde, kommt das ja einem so vor, als ob da ja ein offener Widerstand gegen das Establishment, gegen
das Herrschende gemacht wurde, ja, auch wenn es jetzt religiös motiviert ist. Wir sehen Rebellionen auf der ganzen Welt, ja, in der arabischen Welt zumeist heute. Natürlich Ja, kann man aber sagen, die Reaktion war wahrscheinlich nicht hocherfreut der Amerikaner. Wie ja. hat er sozusagen Man diese Rebellion muss sagen, fortgeführt? dass das was war seine Rebellion? Seine Rebellion war gewesen, er sollte nicht die Götzen anbeten. Seine Rebellion war gewesen, die Frauen, die er einfach nur als Hab und Gut verkauft und weitergibt oder einfach mit denen so umgeht, als ob seien sie gar nichts. Dass er sie einen Respekt gegeben hat in der Gesellschaft, einen Rang gegeben hat. Sie wurden als Güter angesehen. Ist das seine Rebellion gewesen? Seine Rebellion, dass er die Frauen so einen Rang gegeben hat, dass er gesagt hat, dass unter den Füßen der Mütter das Paradies liege. Ja? Oder das waren Vorstellungen, die damals völlig den Menschen fremd gewesen sind. Ich sage das deswegen, weil als der Prophet sein Prophetentum bekundet hatte, wurde nach einer Zeit richtig stark verfolgt. Ja? Und die Verfolgung war, die Gründe habe ich vorhin schon erwähnt, aus diesem Grund, weil sie dadurch eine Gefahr für ihre Existenz gesehen haben, ihre Wirtschaft gesehen haben. Und Arabien war auch ein Volk, das auch sehr viel Anhang zu den Gebräuchen, Religionen ihrer Vorväter gehabt hat. Und für sie war es schwierig gewesen, etwas aufzugeben, etwas Neues zu nehmen. Und als die Verfolgung sehr stark geworden war, musste ein Teil ich glaube, nach einigen Jahren nach Abyssinien auswandern, dort Exil und Asyl suchen. Als sie dort gewesen waren, haben die Mekkaner auch versucht, sie wieder zurückzuholen. Aber der damalige Herrscher ist schon Christ gewesen, hat sie aufgenommen. Aber als dort eine Delegation der Mekkaner gegangen ist und sie gebeten hat, sie Muslime zurückzugeben, da hat der König ihn den gefragt, was lehrt euch denn der Prophet? Und da hat er gespottet, der Oberste der Delegation, und sagte, der Prophet hat schon lehrt uns, dass Frauen gleich sein sollen, ja, dass wir nicht lügen sollen, dass wir nicht Raub begehen sollen, dass wir keinen Alkohol trinken sollen, ja, dass wir keine Unzucht treiben sollen. Unzucht war so gang und gäbe unter den Arabern. Das ist unglaublich. Wenn man Gedichtverse von der damaligen Zeit liest, da muss eine Zensur kommen drauf. So schlimm ist das. Ja? Und was ich sagen möchte, das ist eine Reformation gewesen. Und die Mekkaner haben ein sehr großes Problem gehabt. Weil sie konnten nicht, das war nicht irgendeine Persönlichkeit. Sie konnten nicht irgendwas ihm unterstellen und sagen, das ist ein Lügner. Sie haben sich hingesetzt, einmal haben sie versucht zu überlegen, was sollen wir machen, was sollen wir tun? Wie sollen wir den Propheten diffamieren sozusagen? Da hat jemand gesagt, ja, wir sagen einfach, er ist ein Lügner. Und was ist passiert? Da ist dann einer aufgestanden und sagt, wie könnt ihr sagen, dass er ein Lügner ist? Ihr habt den Propheten Mohammed vor euren Augen gesehen, wo er klein gewesen ist. Ihr habt ihn heranwachsen gesehen. Ihr habt gesehen, dass er der Beste unter euch ist in seiner moralischen Eigenschaften. Ihr habt gesehen, nun, wo er alt geworden ist, ein ganzes Leben vor euch verbracht hat, seine Haare weiß geworden sind. Wollt ihr plötzlich sagen, er lügt? Wer wird euch das abkaufen? So haben sie dann, in diesem Dilemma haben sie gesagt, okay, wir können ihm auch nicht sagen, dass er lügt. Was wir dann sagen müssen, ist, wir sagen einfach, das ist ein Wahnsinniger. Der ist verrückt geworden. Ja. So finden wir zahlreiche Verse im Koran auch, wo er als Majnun bezeichnet wird, als Zauberer, Zahir bezeichnet wird. Und so haben sie versucht, dann auch auf diese Weise seinen Ruf zu schädigen. Aber da kommt mir gerade ein Vorfall im Sinn, ganz zu Beginn, der Prophet wurde als Zauberer bezeichnet. Ja. Lügner konnten sie mir nicht unterstellen. Und dann ist eine Frau gewesen, eine sehr ältere Frau, die wollte in die Stadt hinein, hat sehr viel Gut bei sich gehabt. Und der Professor ist mir zu ihr hingegangen und hat ihr gesagt, kann ich Sie helfen, ihr mithelfen, das hineinzutragen? Da sagt sie, ja, war sehr erfreut darüber. Und dann, als der Professor mit ihr gegangen ist, ganz ruhig, kein Wort geredet, nichts anderes, hingebracht, da sagt die Frau, du lieber Junge, du hast eine so gute Tat vollbracht, ja? Hat sich bedankt und so weiter. Da meint sie, warte, ich sag dir eines. In der Stadt ist ein Zauberer. Ja? So hüte dich vor diesem Zauberer.
Das ist mein Tipp an dich, ja. Und dann sagte der Professor Islam, ich bin der Zauberer. Daraufhin sagte die Frau, wenn du der Zauberer bist, dein Zauber hat nun auch auf mich gewirkt. Ja. Also, nach diesen ja, sehr, sehr anschaulichen Beispielen über das Leben des Propheten, jetzt auch nach dem Prophetentum, wäre es nochmal interessant zu wissen, die Reaktion der Mekkaner, blieb sie nur auf der verbalen Ebene oder ging sie auch weiter? Zuerst, zu Beginn, war das verbal, ja. Aber dann später wurden die immer aggressiver. Am Anfang haben die gedacht, das ist ein Propheten. Okay, nach einer Zeit wird er wieder ruhig und das wird wieder vergehen. Es kommt immer wieder solche Bewegungen, Erscheinungen, ja. Aber die haben gemerkt, dass der langsam, langsam auch an Zuhörerschaft gewinnt und dass seine Gemeinschaft wächst, wächst, wächst. So haben sie angefangen, auch den Propheten Leid zuzufügen. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich einen Vorfall erwähnen, dass der Professor schon lange Zeit lang unter dem Schutz von seinem Onkel gewesen ist, Abu Talib. Und dem Propheten, wenn sie dem was Schlechtes angetan hätten, würde es heißen, dass sie sozusagen den Kampf von seinem ganzen Stamm in Kauf nehmen, gegen ihn, gegen sich. So sind sie zu seinem Onkel Abu Talib gegangen und haben sich beschwert und haben ihm gesagt, dass du als unser Anführer, wenn er weiterhin unter seinem Schutz bleibt, wir dich nicht mehr als Anführer akzeptieren werden. So hat er die Befürchtung gehabt wegen seines Amtes. Und als der Professor aus ihm dann gekommen ist, hat er seinem Neffen dann die Botschaft von den Mekkanern überbracht und gesagt, dass sie gekommen sind. Und sie haben gesagt, dass du mit deiner Verkündigung dieser Botschaft Gottes, die du auch immer sagst, aufhören sollst. Und sie sind sogar auch bereit, dass wenn du damit aufhörst, wenn du willst, wenn du dadurch Reichtum erlangen willst, werden sie dir sehr viel Reichtum geben. Wenn du dadurch, aber hör auf damit. Wenn du dadurch Macht haben willst, ein Herrscher werden willst, dann machen wir dich zu unserem König, aber hör auf damit. Oder wenn du willst, wenn du eine Frau in Aussicht hast und du die dadurch bekommen möchtest, dann geben wir dir die schönste Frau ganz Arabien, zeige mir den Finger drauf, wir werden sie dir geben. Und der Prophet Sassam antwortete darauf, dass, O Onkel, dass mit der Aufgabe, mit der Gott mich beauftragt hat, ich werde damit nicht aufhören können, bis ich sterbe. Ich werde damit so lange fortfahren, auch wenn sie die Sonne in meiner rechten Hand legen, den Mond in meiner linken Hand legen, erst dann werde ich auch nicht damit aufhören. Weil das ist eine Aufgabe, die von Gott beauftragt worden ist. Und ich brauche keine weltliche Hilfe dafür. Wenn du aber Angst hast um dich, um deinen Rang, so nimm diesen Schutz von mir hinweg. Und das ist ein sehr emotionaler Vorfall. Und der Onkel war da sehr gerührt und hat festen Beschluss gehabt, nein, ich werde zu dir halten, was immer auch kommen werde. Und so ist die Zeit dann weiter vorangegangen. Dann haben die Mekkaner äußerste Grausamkeiten gegenüber den Muslimen dargebracht. Das waren großteils arme Leute, die den Islam zu Beginn angenommen hatten. Du hörst das und sagst ja auch in einem Ausspruch, dass der Islam unter den Armen begonnen hat. Und ich liebe die Armen und so solltet ihr mich unter den Armen finden. Sehr Auch eine große Parallele zu Jesus, wie Anhängerschaft. man da sieht, also gerade das mit den Armen und Bedürftigen, dass die denen am nächsten sind. Und darauf wollte ich zukommen kurz. Da ist es dann passiert, dass sie dann denen sehr viel Leid zugefügt haben. Und die haben dann, da gibt es Vorfälle, dass sie Frauen gefesselt haben und an einer Hand Seil, das mit Kamel verbunden, auf der anderen Hand Seil, das mit Kamel verbunden und in die entgegengesetzte Richtung Beine auch verbunden, gezogen. Auf solche barbarische Weise haben sie dann den Muslimen, frühen Muslimen Torturen dargebracht. Das ist unmöglich und das ist nicht ein Einzelfall gewesen. Unzählige solche Fälle gibt es, die Zeit erlaubt uns jetzt leider nicht. Ja.
Und die Verfolgung hat dann mit der Zeit immer stark zugenommen, so dass nach einer Zeit eine gewisse Gruppe auch nach Abyssinien auswandern musste. Der Prophet ist dann nach Taif gegangen, Umgebung, hat auch dort dann versucht, die Botschaft zu überbringen. Und das wurde immer stärker. Dann nach einer Zeit hat er sich dann gezwungen gefühlt, nach Medina auszuwandern. Ja, und was auch in unserem Beitrag vorkam, in der letzten Sendung, war, dass der Prophet auch Krieg führte. Ja, richtig. Eine Sache, die ja für viele erstmal sehr befremdlich klingt. Ja, ein Mensch möchte Frieden verbreiten und führt Krieg. Wie sehen Sie das? Wie ich vorhin erwähnt hatte, der Prophet hat in Mekka eine Zeitspanne verbracht und dann später ist er nach Medina ausgewandert. Die Zeitspanne in Mekka, das sind diese 13 Jahre gewesen, die er unter schwierigsten Umständen verbracht hat. Während dieser Zeit hat er von Gott die Botschaft, das Gebot gehabt, dass er kein Schwert oder nicht Schwert, das ist falsch, wenn man das Wort benutzt, dass er sich nicht verteidigen darf. So sind Gefährten zu ihm gekommen, haben Erlaubnis darum gebeten, lass uns auch gegen die angehen, wo sie uns so Böses antun. Da hat er gesagt, nein, von Gott habe ich bisher nur die Aufforderung von Vergebung. Ja? Aber dann später, als er in Medina ausgewandert worden ist, da ist es passiert, dass die Mekkaner mit der Verfolgung nicht aufgehört haben. Sie sind ihm sogar bis nach Medina gefolgt. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich um Existenz ging und die Mekkaner mit allen Möglichkeiten den Muslimen ausrotten wollten, erst dann ist den Muslimen die Erlaubnis gegeben worden, sich zu verteidigen. Da heißt es im Koran, Osina lillazina yuqataluna bi annahum sulimu. Es ist Erlaubnis jenen gewesen, gewährt worden, die bekämpft wurden, weil ihnen Unrecht widerfahren ist. Also die Kämpfe des Propheten, das waren alles Verteidigungskriege. Das war kein offensiver Kampf oder kein Krieg. Und wenn man die Umstände betrachtet, wie die gekämpft, was da für Umstände waren, das ist so, als wenn heute ein Dreijähriger sich mit einem 18-Jährigen anlegen würde. Und so war auch die Gemeinschaft der Muslime. Der erste Kampf, Jange Badr, da waren sie 313 gegen 1000 Mekkaner. Und die sind nach Medina gekommen, nicht umgekehrt. Ein Jahr später waren das, lass mich korrigieren, 3000, richtig. 3000 Mekkaner und wie viele Muslime? 700. Und unter den Mekkanern waren 700 Ausgerüstete, 200 Berittene. Und das gegen 700 unerfahrene Muslime, ja, im Kampf. Und dann später, dieser Kampf des Grabens, da ist es passiert, das ist im fünften Jahr passiert, dass 18.000 bis 20.000 verschiedene Stämme von Arabien, die sind wieder nach Medina gekommen. Und was hat der Prophet dann gemacht? Er hat einen Graben um Medina gemacht. Was deutet das denn hin? Dass er sich verteidigt hat. Er hat nicht gewollt, dass sie nach Medina reinkommen. Ja? Und Medina, wie groß war die Anzahl der Bewohner dort? Höchstens 3000. Und darunter waren auch Juden und auch einige anderen. Ja? Also die Kämpfe des Propheten waren nur Verteidigungskriege. Und die Jahre, wo Kriege waren, hat der Islam sich auch nicht so schnell verbreitet. Erst später, als Friedenspakt geschlossen worden war, das ist im sechsten Jahr gewesen, da waren es 1500 erwachsene Muslime waren es gewesen, die nach Mekka gegangen waren, um die Pilgerfahrt zu machen, wurde Frieden geschlossen. 1500 Männer. 2 Jahre später weil dort Vertragsbruch begangen worden war, musste der Prophet nach Mekka gehen. Während dieser Friedenszeit hat der Islam so schnell verbreitet, so rasch verbreitet, dass sie von 1500 Mann auf 10.000 Mann gestiegen sind. Ja? Da haben wir eine Spanne von ungefähr 20 Jahren, wo höchstens 1500 Männer, man kann sagen 3000 Muslime vielleicht gekommen sind. Da haben wir diese Spanne von nur 2 Jahren, von 3000 bis 10.000. Nun, jeder kann sich da ein Bild machen, wie der Islam sich verbreitet hat, im Krieg oder im Frieden. Gut, das war ja leider erlaubt es die Zeit nicht, noch tiefer auf die einzelnen Kriegshandlungen einzugehen und im Detail darauf einzugehen, wie das alles geschah. Aber vielen Dank nochmals für den interessanten Einblick in dieses sehr interessante und
ja, man kann schon fast sagen, turbulente Leben, was sozusagen auch damit gekennzeichnet war mit Flucht, ja. Ja. Auf einer Seite und Krieg und Verfolgung auch vor allem in den ersten 13 Jahren. Ich kann mich auch nochmals bedanken, Herr Zaffer, für Ihr Kommen. Nicht dafür. Liebe Zuschauer, wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen, Anregungen etc. haben, können Sie uns unter unserem E-Mail-Account brennpunkt@mta-tv.de erreichen. Darüber hinaus können Sie diese Sendung oder vorangegangene Sendungen bei youtube.de/islam-im-brennpunkt nachschauen. Verehrte Zuschauer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie wieder einschalten, wenn es heißt Islam im Brennpunkt.